So, nach unserem Exkurs in den Bereich der Textanalyse, wo wir uns damit beschäftigt haben, wie man denn eigentlich aus einem Text zu Indextermen kommt. Und dabei haben wir uns sowas angeschaut wie Tokenisieren, Stopwort entfernen oder eben doch nicht, Stemming, Lemmatisieren, Informationsextraktion und auch Linkanalyse. Nach diesem Exkurs sind wir jetzt also hier wieder zurück im eigentlichen Aufbau des Index oder ein Teil der Vorlesung, der sich mit dem Aufbau des Index beschäftigt. Und wir wollen jetzt eben weiter mit dem Vokabular bzw. der sogenannten Terminologie arbeiten, also den Indextermen, für die man sich entschieden hat im Bereich der Textanalyse. Also beispielsweise einzelne Wörter, einzelne Token, Terme, aber eben auch Kombinationen, sowas wie Bikramme, Trigramme oder auch sowas wie eben vielleicht doch nicht alle Bi- und Trigramme, sondern nur Nominalphrasen und Named Entities. Diese haben wir jetzt als Indexterme gegeben und wollen jetzt aus diesen Indextermen einen Index bauen, der dann tatsächlich zum schnellen Suchen für die Suchmaschine genutzt werden kann. Als Erinnerung nochmal, also Vokabular und Terminologie werden oft synonym benutzt. Ich benutze jetzt wahrscheinlich einfach nur die Begriffe Vokabular und meine damit alle Indexterme, die berechnet wurden. Wie fragt man so einen Index dann an? Das hat natürlich auch nochmal ein bisschen was damit zu tun, was man in den Index packen will. Wir gehen jetzt hier erstmal für die Vorlesung davon aus, dass es schlüsselwortbasierte Anfragen sind. Also im Prinzip so dieses typische Telegram-Stilartige, was man in die Suchbox einträgt. Aber natürlich kann man auch irgendwie versuchen, mit so einem Index, der für schlüsselwortbasierte Anfragen funktioniert, sowas wie Question-Queries zu beantworten, indem man beispielsweise versucht, da die wichtigsten Terme draus zu extrahieren und da sozusagen eine Schlüsselwortfrage draus zu bauen. Oder auch sowas wie Query by Example, wenn mir jemand ein Dokument gibt und sagt, finde ähnliche, dann könnte ich auch sagen, ja gut, ich versuche mal einfach die fünf wichtigsten Terme daraus zu extrahieren und nehme das dann als Anfrage. Also im Prinzip ist das erstmal keine Beschränkung, jetzt zu sagen, wir nehmen einfach diese schlüsselwortbasierte Idee und nehmen als Indexterme einzelne Wörter, vielleicht auch eben Zahlen, aber im Prinzip Wörter im Sinne von Token, die extrahiert wurden und vielleicht auch Kombinationen von Token, die uns im Textanalyseprozess als wichtig vorkamen. Damit können wir im Prinzip diese ganzen verschiedenen Anfrageformen auch abdecken und sind auf der sicheren Seite. Gut, wie sieht jetzt so der Fahrplan aus? Na, wir werden uns als erstes ein bisschen darüber unterhalten, wie man so einen Index dann nun aufbaut als Datenstruktur und danach, also wie der aussieht sozusagen. Danach werden wir uns erstmal damit beschäftigen, wie man ihn denn anfragt. Also angenommen, man hätte einen Index, wie kann man den benutzen, um solche schlüsselwortbasierten Anfragen zu verarbeiten? Und im letzten Schritt gucken wir uns dann tatsächlich mal an, wie man es in gewisser Weise praktisch machen würde. Also so eine Indexkonstruktion für sowas wie so einen webgroßen Crawl, die kann man ja nicht mal eben so auf einem Laptop durchführen. Also was kommt da noch mit rein? Und am Ende schauen wir vielleicht noch mal ganz kurz in den Bereich der Indexkompression rein. Das schon mal als Ausblick hilft nicht nur, um Platz zu sparen, sondern auch um Zeit zu sparen. Und ja, da kommen wir dann später wahrscheinlich dazu. Jetzt schauen wir uns erstmal an, wie so ein Index denn tatsächlich aussehen soll und was vielleicht in so einen Index reingehört und wie die Sprechweise ist, um über verschiedene Teile des Index zu reden. Angefangen hat im Prinzip alles damit, dass man sich damit beschäftigt hat, wie man in einer Dokumentkollektion herauskriegen kann, welche Dokumente für welche Anfragen wahrscheinlich wichtig sind. Und die Grundidee dabei ist zu sagen, naja, gehen wir mal von einer Matrix aus, in der auf der einen Dimension die Dokumente durchnummeriert sind, also beispielsweise nach Crawling-Zeitpunkt das erste gecrawlte Dokument, das zweite, das dritte, vierte und so weiter. Und auf der anderen Dimension sind die Terme, die als Indexterme oder eben als Vokabular in der Kollektion identifiziert wurden, aufgetragen. Und was man jetzt machen könnte, ist mal ein Beispiel, etwa Shakespeare Werke und darin vorkommende Personen mal versuchen anzuschauen, wie so eine Term-Dokument-Matrix eigentlich dann aussieht. Also wir haben in der einen Dimension die Dokumente, also irgendwelche Werke von Shakespeare, Antonius und Kleopatra, Julius Caesar, der Sturm, Hamlet oder Othello. Und auf der Achse der eigentlichen Terme sagen wir, okay, uns interessieren jetzt erstmal nur die handelnden Personen oder überhaupt Personennamen. Also sowas wie Antonius, Brutus, Caesar, Calpurnia und Kleopatra und eben noch viel mehr, die jetzt aber dann nicht mehr auf die Folie passen. Jetzt könnte man sich ja als allererstes überlegen,
Naja, aber es ist interessant, wenn man diese Personen und die Stücke miteinander in Beziehung bringen will und das in so eine Term-Dokumenten-Matrix aufträgt. Naja, beispielsweise, ob eine Person denn überhaupt vorkommt in diesem Stück, also in diesem Dokument. Also wenn man sich beispielsweise fragt, welche von diesen fünf kommen denn in Antonius und Kleopatra vor, stellt man fest, naja, Hamlet kommt nicht vor. Der hat eine Null, alle anderen kommen vor. Wenn man das für alle anderen Dokumente auch macht, stellt man fest, naja gut, in dem Julius-Cäsar-Werk, da kommt die Kleopatra nicht vor. In dem Werk Der Sturm, da kommt keiner von denen hier vor. Im Hamlet kommen immerhin Brutus und Cäsar vor, wahrscheinlich nicht ganz so prominent. Und in dem Othello kommt Cäsar vor. Und wenn man sich jetzt fragt, kommen die vor oder nicht, dann habe ich ja eben schon gesagt, wahrscheinlich nicht ganz so prominent. Das kann man jetzt hieran aber gar nicht ablesen. Hier ist jetzt einfach erstmal aufgetragen, kommt vor oder kommt nicht vor. Eine ganz einfache Term-Dokumenten-Matrix. Was man sich ja vielleicht wünschen würde, ist sowas wie, wie wichtig ist denn so ein Indexterm für so ein Dokument oder in dem Fall hier eben, wie wichtig ist denn so eine dieser handelnden Personen für tatsächlich eins dieser Shakespeare-Werke? Und da kommt man mit diesen Boolschen-Einträgen gar nicht so weit, weil man eben gar nicht unterscheiden kann zwischen der Wichtigkeit hier etwa von Brutus und Cäsar für den Hamlet. Wahrscheinlich, wenn Sie sich noch so ein bisschen erinnern, sind die nicht so wichtig für den Hamlet. Aber wahrscheinlich wichtiger ist Cäsar im Werk über Cäsar. Das kriegt man aber erst hin, so ein bisschen zumindest, wenn man sagt, wir gehen weg von diesen Boolschen Einträgen hin zu Termhäufigkeitseinträgen. Und dann sieht man eben tatsächlich, naja, in dem Werk über Cäsar kommt Cäsar tatsächlich auch ziemlich oft vor und Antonius kommt in dem Werk über Antonius und Kleopatra ziemlich oft vor, also nicht mehr nur Boolsch 1, sondern tatsächlich, er kommt 382 Mal vor, 379 Mal vor und dann stellt man fest, naja gut, Cäsar kommt zwar auch im Hamlet und im Othello vor, aber im Othello wurde einmal erwähnt, im Hamlet zweimal. Es scheint also nicht so die wichtigste Person für dieses Werk zu sein. Aber eben der Hinweis, das kriegt man nur mit, wenn man weg von den Boolschen Gewichten geht. Weil das, was man hier in diese Term-Dokument-Matrix schreibt, das sind ja eigentlich Gewichte. Also ich habe für jeden Eintrag, für jeden Term und jedes Dokument ein Gewicht. Weight, W1, 1 bedeutet also das Gewicht, was Term 1 im Dokument 1 hat. W1, 2 das Gewicht, was Term 1 für Dokument 2 hat. W1, 3 das Gewicht von Dokument für Term 1 für Dokument 3 und so weiter. Und wenn man diese Gewichte also in so eine Term-Dokument-Matrix eintragen will, dann hat man unterschiedliche Möglichkeiten. Also man könnte einfach sagen, ich mache das Boolsch, ich mache das nach Termhäufigkeit, ich mache das ganz anders. Irgendwie, weiß ich nicht, vielleicht könnte man sich andere Maße überlegen. Und das haben tatsächlich dann auch verschiedene Forscher gemacht. Und diese verschiedenen Gewichtsmaße sind dann oft auch Teil von verschiedenen Retrieval-Modellen, die dann am Ende sagen sollen, welches Dokument ist denn jetzt für eine gewisse Anfrage das Beste? Aber da kommen wir dann später erst noch dazu. Also im Hinterkopf erstmal behalten, in die Term-Dokument-Matrix trägt man Gewichte ein. Und wenn man sich die Gewichte dann also anschaut, dann muss man sich irgendwann entscheiden und sagen, gut, mache ich das jetzt Boolsch, mache ich das termhäufigkeitsbasiert oder eben anders. Und die eigentlichen Einträge in der Matrix sind erstmal nur solche Gewichtseinträge. Man weiß dann aber eben davon, welcher Zelle das steht. Also wenn ich halt hier die Zelle 3, 4 habe, dann weiß ich, ah, das ist das Gewicht von Term 3 in Dokument 4. Und egal, was das erstmal für eine Art von Gewicht ist. Also in der Term-Dokument-Matrix trage ich Termgewichte für Dokumente eben auf diesen zwei Dimensionen Term und Dokument auf. Die Beobachtung, die man dann machen kann, wenn man sich solche Term-Dokument-Matrizen und wenn man schon was über Retrieval-Modelle wüsste, man sich das zu Rate zieht. In den meisten Retrieval-Modellen wird implizit so eine Term-Dokument-Matrix angenommen, weil nämlich in den meisten Retrieval-Modellen tatsächlich solche Gewichte für einen Term für ein Dokument berechnet werden. Also tatsächlich in den meisten Retrieval-Modellen werden solche Gewichte WIJ für einen Term TI und ein Dokument DJ benutzt. Und die könnte man ja gegebenenfalls aus der Term-Dokument-Matrix ziehen. Könnte. Diese Gewichte, noch eine wichtige andere Beobachtung, sind meistens erstmal unabhängig von der eigentlichen Anfrage. Also beispielsweise sowas wie oft Cäsar in dem Dokument oder in dem Shakespeare-Stück Julius Cäsar vorkommt. Das hat ja erstmal nichts damit zu tun, ob ich später Cäsar auch mal in der Anfrage sehe oder nicht. Das hängt einfach nur von dem Dokument ab. Das kann ich also vorberechnen. Vorberechnen ist immer gut, das kann ich offline machen und damit Zeit sparen. Online wird dann eben,
wenn man so eine Term-Dokument-Matrix beispielsweise hätte. Online wird dann nur überprüft, was eigentlich die einzelnen Gewichtseinträge sind für einen Term, für ein Dokument. Und dann kann man die beispielsweise aufsummieren oder so in einem ganz simplen Retrieval-Modell. Dafür braucht man aber gegebenenfalls dann eben die Gewichte. Diese ganzen Zellen müssen tatsächlich voreingestellt sein, vorbelegt sein. Eine weitere Beobachtung, die man dann noch macht, wenn man sich Term-Dokumentenmatrizen anschaut, und das hatten wir schon quasi gesehen, hier in den eigentlichen Shakespeare-Stücken, die meisten Zellen in dieser ziemlich großen Matrix, die meisten Zellen sind eigentlich quasi leer, also da sind Nullwerte drin. Eigentlich hat ja die Matrix eine Größe von so viel Terme, wie ich habe, mal so viel Dokumente, wie ich habe. Und in sowas wie einem Web haben wir schon gesehen, okay, da kann es ziemlich viele Dokumente geben, mindestens ein paar Milliarden. Und es kann auch ziemlich viele Terme geben. Sie erinnern sich an Heaps Law, dass quasi das Vokabular immer weiter wächst, je weiter ich Dokumente dazu finde. Also es hört nie auf zu wachsen. Und im Prinzip habe ich dann beispielsweise, wenn ich mich nur für englischsprachige Dokumente interessiere, sicherlich ein Vokabular von mehreren hunderttausend Termen mindestens. Es sind halt oft auch welche, die dann nur einmal vorkommen, aber wir hatten ja erstmal gesagt, wir schmeißen nichts weg. Also so eine Term-Dokument-Matrix ist erstmal ziemlich groß und hat aber auch viele Nullen. Also man sagt dann, die ist sparse, dünn besetzt. Wenn ich jetzt die ganze Term-Dokument-Matrix abspeichern würde, würde ich also ziemlich viel Speicherplatz darauf verschwenden, Nullen abzuspeichern. Das ist meistens nicht so gewollt. Das heißt, man würde eigentlich gerne eine Repräsentation haben, die für dünn besetzte Matrizen funktioniert, weil ich dann einfach Platz spare und sage, alles, was ich quasi nicht als Eintrag habe, da weiß ich implizit, das ist eine Null. Und genau sowas, also so eine Repräsentation, eine Datenstruktur, um dünn besetzte Matrizen abzuspeichern, ist eigentlich so ein invertierter Index, der tatsächlich so eine dünn besetzte Term-Dokument-Matrix sehr effizient kodieren kann. Er will eigentlich, das ist so die Grundidee beim invertierten Index, er will eigentlich nur die Einträge abspeichern, die jetzt sozusagen übrig geblieben sind. Und alle diese Zellen aus der Term-Dokument-Matrix, in denen Nullen stehen, die lasse ich weg. Und ich weiß implizit, das, was ich nicht im Index habe, das ist Null. Der Index selbst sieht dann so aus als Datenstruktur, erinnert noch so ein bisschen an die Term-Dokument-Matrix, aber wir haben quasi diese Dokumentdimension erstmal so ein bisschen unterdrückt. Das, was man noch sieht, ist also diese Term-Dimension hier. Und die Dokumentdimension ist implizit noch da, dadurch, dass ich hier sogenannte Postings habe. Die Postings sind in Postinglisten oder Postlisten angeordnet. Also ich werde wahrscheinlich immer von Postings und Postlisten in der Vorlesung sprechen. Und in so einer Postliste für einen Term steht eben drin, der Term T1 in dem Fall hat für das Dokument 1 das Gewicht W11, für das Dokument 2 W12. Und jetzt steht hier nichts für Dokument 3, 4 und 5 drin. Das heißt, implizit weiß ich, dass die Gewichte für die Dokumente 0 sind. Als Datenstruktur ist das eigentlich erstmal eine Multimap. Also ich habe eine Hash-Tabelle und für jeden Eintrag in der Hash-Tabelle habe ich verschiedene Werte. Also diese Postings sind alle in einer Liste sozusagen hintereinander geschrieben. Also im Prinzip erstmal eine Multimap. Das, was ich brauche, um tatsächlich diese Datenstruktur dann gut benutzen zu können, sind im Prinzip drei Sachen. Ich brauche ein Term-Vokabular, Datei, in der eben drin steht, im Prinzip ist das auch eine Tabelle, in der eben drin steht, wo in meiner Multimap fängt denn für einen Term TI die Postliste an. Also, dass ich direkt so reinspringen kann, dass ich eben sagen kann, okay, ich habe jetzt T3, zack, hier muss ich anfangen zu lesen in meiner großen Multimap. Außerdem brauche ich eben tatsächlich eine Datei, die diese Postings alle enthält, also diese Postlisten, idealerweise so, dass die Liste für einen Term hintereinander weg da im Speicher ist. Und ich brauche natürlich die eigentlichen Einträge, die sogenannten Postings. Also ich brauche die Gewichte für einen Term pro Dokument. Und damit habe ich dann eigentlich schon diese Struktur grundsätzlich erstmal begriffen. Das ist also erstmal nur eine Hash-Tabelle mit quasi verlinkten Listen, diesen sogenannten Postlisten als Werte in der Hash-Tabelle. Und um das schnell nutzen zu können, brauche ich eben so eine Einsprungdatei, dieses Term-Vocabulary-File, was mir sagt, für den Term I fängt die Postliste an der Stelle X an und ab da kannst du hintereinander weglesen. Also eine relativ simple Datenstruktur, aber im Hinterkopf kann man behalten, es ist eine Repräsentation für die Term-Dokument-Matrix, die eben
meistens eine sehr dünn besetzte Matrix ist und deswegen macht es keinen Sinn, tatsächlich die gesamte Matrix zu speichern, sondern man speichert sie in dieser Form hier ab, als sogenannten invertierten Index. Woran kann man ein bisschen drehen, wenn man so einen Index baut? Naja, zum einen kann man sich natürlich entscheiden, was für Informationen packe ich denn in so ein einzelnes Posting rein, also etwa ein Boolsches Gewicht oder ein Term-Frequency-Gewicht, haben wir ja schon beim Sprechen über die Term-Dokument-Matrix so ein bisschen thematisiert. Außerdem kann ich mich entscheiden, wie ich eigentlich die Postlisten sortiere. Ich könnte das so nach Dokument-ID machen wie hier üblicherweise bei einem großen Crawl. Wäre also sowas wie eine Dokument-ID, wenn ich einen Crawler habe, loslaufen lassen, der nummeriert einfach durch. Das erste, was er gefunden hat, das zweite, das dritte, das vierte. Das wäre also die Crawling-Reihenfolge. Werden wir dann später noch ein bisschen drüber sprechen, dass das vielleicht nicht so eine geschickte Idee der Sortierung ist. Ich könnte beispielsweise aber auch ja jede Postliste nach Gewicht sortieren und sagen, okay, das größte Gewicht steht vorne. Dann habe ich natürlich gegebenenfalls ein Problem, weil die Postlisten alle relativ zueinander anders sortiert sind. Wenn ich es nach ID sortiere, weiß ich immer, wenn ich Dokument 97 suche und ich bin gerade im Posting für Dokument 83, dann muss ich also weiter nach hinten gehen. Wenn ich das jetzt aber nicht mehr nach Dokument-IDs sortiere, sondern nach Gewichten, weiß ich nicht, ob ich vom Dokument 83, um 97 zu finden, nach hinten gehen muss oder nach vorne. Es kann auch gar nicht, kann auch beispielsweise sein, dass 97 gar nicht drin ist und ich hätte es schon sehen müssen, sozusagen. Dokument-IDs kann ich aber eben auch nach einem anderen Kriterium als einfach dem Crawling-Zeitpunkt vergeben. Werden wir später noch mal ein bisschen genauer drüber sprechen. Außerdem kann ich mich bei so einem Index entscheiden, ob ich ihn überhaupt in einer bestimmten Art kodiere. Also beispielsweise, ob ich die Dokument-IDs alle so hinschreibe, wie sie sind, oder ob ich einfach beispielsweise nur die Abstände zwischen Dokument-IDs hinschreibe. Also etwa, wenn ich sowas habe wie D2, D4, ne, vielleicht will ich D4 gar nicht speichern, sondern sagen, okay, angenommen, ich merke mir den ersten Eintrag, das ist Dokument 1, der nächste Eintrag ist eine um 1 höhere Dokument-ID und der nächste eine um 2 höhere Dokument-ID. Während tendenziell die Zahlen kleiner, hat also tatsächlich auch schon was mit Komprimierung zu tun. Ich könnte Platz versuchen zu sparen für den Index. Gleichzeitig ist es so, dass ich mich auch noch dafür entscheiden kann, wie ich den Index beispielsweise über verschiedene Maschinen verteile. Und auch das ist im Prinzip eine Designentscheidung, die dann mit dafür verantwortlich ist, wie ich auf so einen Index auch zugreife. Wenn ich den Index verteile, dann muss ich eben auch beispielsweise alle Teile des Index dann später anfragen. Je nachdem, wie ich ihn verteilt habe. Also wenn ich ihn nach Dokument-IDs beispielsweise verteilt habe, muss ich alle Indexteile anfragen. Wenn ich den Index erst einmal groß aufbaue, auf einer Riesenmaschine vielleicht, dann kann ich natürlich auch einfach sagen, die ersten drei Postlisten gehen auf Maschine 1, die nächsten drei auf Maschine 2 und so weiter. Dann habe ich also nach Termen aufgeteilt. Dann muss ich nicht immer jeden Indexteil anfragen. Auch das hat also, diese Designentscheidung hat also einen Einfluss darauf, wie ich später mit dem Index tatsächlich umgehen kann. Und außerdem ist die Frage, kriege ich denn den Index vielleicht in so kleine Teile zerstückelt durch das Aufteilen, dass ich den jeweiligen kleinen Teil komplett im Hauptspeicher halten kann. Das führt meistens dazu, dass ich deutlich schneller darauf zugreifen kann, als wenn ich ihn erst von Platte einlesen müsste. Auch das sind alles quasi Entscheidungen, die dann am Ende irgendwie mitbedeutend sind für einmal die Effektivität einer Suchmaschine. Wenn ich also nur Boolsche Gewichte drin habe, werde ich nie richtig wirklich die Wichtigkeit eines Terms für ein Dokument einschätzen können. Aber eben auch für die Effizienz. Also wenn ich tatsächlich einen Index gut komprimiert habe, dann spart er nicht nur Platz, sondern es wird auch tatsächlich so sein, dass ich schneller verarbeiten kann, also auch Zeit spare, weil ich einfach pro Zeiteinheit mehr vom Index zum Prozessor schaufeln kann. Der muss das dann zwar erst dekodieren, also entkomprimieren, aber das geht meistens schneller, als ich tatsächlich brauche, um das Ganze ungepackt zum Prozessor übers Netzwerk zu schieben. Insofern ist meistens Kompression nicht nur platzsparend, sondern auch tatsächlich zeitsparend, ein bisschen unintuitiverweise. Und am Ende, je nachdem, wie ich so einen Index verteilt habe, wenn ich ihn gut verteile und viele kleine Stückchen verteile, dann sind die kleinen Stückchen jeweils auch alle schneller abfragbar als ein großer Index. Also alle diese Designentscheidungen haben nicht nur im Prinzip einen Effektivitätshintergrund, sondern oft auch tatsächlich einen Effizienzhintergrund. Wie sehen jetzt so die einzelnen Teile tatsächlich aus? Also schauen wir uns so ein Posting nochmal genauer an. Im Prinzip habe ich pro Term und Dokument, in dem dieser Term vorkommt, ein Posting. Und in so einem Posting habe ich also Möglichkeiten, sowas aufzunehmen wie die Dokument
Identifikation, die sollte ich in irgendeiner Weise natürlich aufnehmen, sonst weiß ich ja gar nicht, wozu das Posting gehört. Den Term habe ich implizit als Einsprungpunkt für die Postliste und die Dokumentrepräsentation oder wie ich das Dokument sozusagen identifiziere, da muss ich mich für irgendwas entscheiden. Typisch ist, dass man IDs vergibt, aber eben nicht vielleicht unbedingt nach dem Crawling-Zeitpunkt. Außerdem kann ich Gewichte drin haben, das muss nicht nur ein Gewicht sein. Ich könnte boolsche Gewichte drin haben und TF-Gewichte. Wenn ich Lust habe, kann ich das machen. Also ich kann ja sagen, meine Postings sind ein bisschen größer. Und wenn ich dann eben tatsächlich mich entscheide, was für Gewichte ich reinschreibe, dann muss man auch überlegen, ob man später mal vielleicht ein bisschen an dem Retrieval-Modell, das, was man eigentlich benutzt, um dann zu entscheiden, welche Dokumente wie wichtig sind, ob man an diesem Retrieval-Modell noch Veränderungen durchführen will. Weil eigentlich würde ich ja direkt, wenn ich mich nicht mehr später umentscheide, das Retrieval-Modell zu wechseln, würde ich ja direkt die Gewichte, die das Retrieval-Modell für Term I und Dokument J bestimmt, würde ich die direkt im Index abspeichern. Wenn ich die aber direkt im Index abspeichere, bin ich mehr so flexibel. Also oft ist es auch so, dass man sagt, ich speichere erstmal nur Termhäufigkeiten und vielleicht berechne ich dann zum Anfragezeitpunkt aus den Termhäufigkeiten irgendwelche anderen Gewichte, um zum Beispiel so verschiedene Ideen, was ich mit Termgewichten als eigentliches Retrieval-Gewicht dann anfangen will, gegeneinander zu testen, ohne dass ich jedes Mal den Index neu aufbauen will oder so. Wenn ich mich aber dann final einmal dafür entschieden habe, welches Retrieval-Modell ich benutze, liegt natürlich auch, spricht nichts dagegen, einfach diese Gewichte in den Index zu schreiben, dann bin ich zur Laufzeit eben noch schneller, weil ich weniger Berechnungen durchführe. Worüber man sich auch noch Gedanken machen kann, ist, ob man nicht beispielsweise auch noch die tatsächlichen Positionen des Terms in dem Dokument in so ein Posting mit aufnimmt. Also zumindest entweder sowas wie Token-Position, also das wievielte Token es ist, oder auch vielleicht sowas wie im wievielten Satz es nur steht, das ist ein bisschen grob granularer, oder auf welcher Seite, in welchem Kapitel oder so, jeweils ein bisschen grob granularer. Dann spare ich natürlich Platz, je grob granularer ich die Position abspeichere, weil ich beispielsweise sage, na gut, wenn es eben in einem Satz zweimal vorkommt, dann merke ich mir den Satz halt nur einmal, habe ich ein bisschen was gespart, oder wenn es auf der einen Seite 17 Mal vorkommt, merke ich es mir halt nur einmal, als für diese Seite vorkommt. Damit kann ich dann gegebenenfalls eben fragen, kommen die Terme denn alle auf der gleichen Seite vor aus einer Anfrage, wenn ich sowas abspeichere. Und wenn ich mir die genauen Positionen abspeichere, kann ich sogar solche Fragen beantworten wie, wie nah stehen denn die Terme zusammen? Oder Fragen, in denen die Termnähe eine Rolle spielt. Also sowas wie, ich möchte Dokumente finden, in denen Term I und J vorkommen, aber da dürfen höchstens zwei dazwischen stehen. Was man auch noch abspeichern kann im Rahmen von solchen Positionen, ist sowas wie, ist denn diese Position Teil des Titels oder der Einleitung eines Dokuments oder Teil der Autoreninformation? Das sind oft auch Sachen, die eine gewisse Wichtigkeit eben ausdrücken. Wenn es im Titel steht, ist es meistens wichtiger für das Dokument. Also wenn ein Term im Titel vorkommt, ist der Term für das Dokument wichtiger. Oder wenn ein Term am Anfang des Dokuments vorkommt, scheint es auch wichtiger zu sein, weil oft eben am Anfang tatsächlich sowas wie eine Einleitung steht bei beispielsweise wissenschaftlichen Veröffentlichungen oder Wikipedia-Artikeln oder auch Nachrichtenartikeln, wo am Anfang so eine Kurzzusammenfassung beispielsweise steht. Dann sind also Terme, die da drin stehen, schon beschreibender für das Dokument. Und deswegen ist auch so eine Information wichtig. Also nicht nur sich zu merken, der Term steht an dritter Stelle, sondern bis zur fünften Stelle geht der Titel. Solche Informationen würde man sich als Information auch in diesem Positionsteil vorstellen können. Also neben der reinen Dokument-ID, das wäre sowas wie eine boolsche Information, kommt vor, kommt nicht vor, wird man sich dafür entscheiden, was für ein konkretes Gewicht man abspeichert. Also boolsch muss ich nicht abspeichern, da reicht es, wenn ich einfach die Dokument-IDs hätte, aber sobald ich sowas wie Termhäufigkeit habe, brauche ich das eben extra als Gewicht. Das kann ich nicht direkt aus der Dokument-ID ablesen, wenn ich die nur im Posting habe. Und gegebenenfalls, wenn ich eben weiß, okay, der Term Julius Caesar kommt da 378 Mal drin vor oder so, will ich dann vielleicht auch die 378 konkreten Positionen haben, um zu fragen, wie nah ist denn beispielsweise der Term Caesar an Kleopatra oder so. Was es außerdem noch gibt in manchen Postings, sind sogenannte Spezialeinträge oder so Zusatzinformationen, sowas wie die Listenlänge, die beim ersten Posting eingetragen wird, und sogenannte Skip-Pointer, die in gewissen Abständen in so eine Postliste eingestreut werden. Die Listenlänge hat man üblicherweise beim ersten Posting als Zusatzinformation mit dran, und das ist einfach die Angabe, wie lang denn die Liste ist, also wie viele solche Postings in der Liste kommen.
Wenn man sich da kurz mal drüber Gedanken macht, das haben wir eigentlich auch schon als einen anderen Begriff kennengelernt. Erinnern Sie sich kurz dran, was ist denn die Liste einer Postliste, die Länge einer Postliste? Wofür ist das eigentlich? Wofür steht die Zahl eigentlich? Haben wir schon mal unter einem anderen Namen kennengelernt. Halten Sie vielleicht mal kurz an, denken Sie mal kurz drüber nach, in welchem Zusammenhang wir das schon mal gesehen haben. Ja, den meisten ist es wahrscheinlich eingefallen. Document Frequency, also in wie vielen Dokumenten kommt das vor? Die Postlistenlänge, also wie viele Postings kommen, sagt ja, in wie vielen Dokumenten kommt ein Term vor, und das haben wir bisher immer als Dokumenthäufigkeit oder Document Frequency bezeichnet. Also dieses List Length ist also diese Information, die wir immer als DF abgekürzt hatten, und das heißt, die könnte ich, wenn ich jetzt TF-Werte als Gewichte abspeichere, könnte ich direkt TF-IDF-Werte ausrechnen, weil ich den DF-Score ja aus der Listenlänge ableiten kann. Die Skip-Pointer selbst, die werden in regelmäßigen Abständen eingestreut, also nicht jedes Posting muss einen Skip-Pointer haben, aber vielleicht sowas wie alle 4 oder alle 8 oder alle 16 Einträge, kann man sagen, ich packe mal so einen Skip-Pointer hin und der zeigt dann eben auf den entsprechenden Eintrag, der 4, 8 oder 16 Schritte weiter ist. Warum das nützlich ist, werden wir uns dann genauer anschauen können, wenn wir über das eigentliche Verarbeiten von Anfragen sprechen. Aber schon mal so vorab, es wird einfach helfen, schneller durch so eine Postliste durchzuspringen, wenn man sie mit einer anderen Postliste vergleichen will. Das heißt, als so ein Skip-Pointer, in so einem Skip-Pointer habe ich als Information, wo ist denn der Einsprungpunkt, wenn ich jetzt 4, 8, 16 oder auch irgendeine andere beliebige Anzahl von Elementen weiterspringen will. Man muss sich halt entscheiden, welche Sprungweiten man für die Skip-Pointer nimmt. Ob man vielleicht sowas hat wie alle 16 oder alle 32 oder vielleicht auch 16 und 32 in so einen Skip-Pointer reinzuschreiben. Und das erlaubt mir dann eben einfach entsprechend weit zu springen, ohne die Postings dazwischen lesen zu müssen, weil ich eben direkt den nächsten Einsprungpunkt kenne. Üblicherweise würde man so einen Skip-Pointer in den ersten Listeneintrag packen und dann in einem regelmäßigen Abstand eben wieder. Und was sich so anbietet, also was einigermaßen effektiv sich herausgestellt hat, ist sowas wie, wenn man die Postlistenlänge hat, also den DF-Wert des Terms für die ganze Kollektion, dann so in einem Wurzel aus DF-Wert-Abständen Skip-Einträge zu verteilen. Wenn man genug Speicher hat, kann man auch überlegen, ob man es vielleicht in aller der Hälfte oder sowas von dieser Wurzel oder sowas macht. Aber im Prinzip hat sich das so als ganz effektiv irgendwie eingebürgert. Wie man die Skip-Pointer dann tatsächlich benutzt, kommen wir später hier in diesem Abschnitt zur Anfrageverarbeitung dann noch dazu. Wie sieht jetzt so ein invertierter Index also aus? Als Datenstruktur hatten wir ihn schon mal so ganz grob gesehen. Jetzt gucken wir uns ein bisschen konkreter instanziiert an. Also wir haben Vokabular T und in diesem invertierten Index wird jetzt für jeden Term TI eine Postliste sein. Und diese Postliste besteht eben aus diesen einzelnen Postings. In manchen von diesen Postings sind Zusatzinformationen. Jetzt angenommen haben wir hier erstmal abgespeichert nur irgendeine ID fürs Dokument und beispielsweise die Termhäufigkeit soll das hier sein. Also der Term I kommt im Dokument 2 viermal vor. Im Dokument 4 neunmal, im Dokument 8 zweimal. Was wir jetzt noch nicht abgespeichert haben, sind also die eigentlichen Positionen. Wir haben jetzt hier erstmal nur so einen Termhäufigkeitsindex aufgebaut, aber eben auch an gewissen Stellen bestimmte Zusatzinformationen beim ersten Eintrag, also nochmal die Listenlänge, hier in diesem Rot-Orange, und dann an entsprechenden immer gleich weiten Intervallen Skip-Pointer, die dann also der hier zeigt hierhin. Der hier zeigt hierhin, der hier zeigt hierhin. Und vielleicht könnte man sich auch noch entscheiden zu sagen, ne, den hier lasse ich als Zusatzinformation nicht nur hierhin zeigen, sondern auch vielleicht zwei weit. Ein Problem, was man eben noch lösen müsste, ist die Frage, wie sortiert man denn jetzt so eine Postliste? Hier ist jetzt erstmal nach Dokument-ID sortiert. Das heißt erstmal mehr oder weniger zufällig, beispielsweise nach Crawling-Reihenfolge. Das bedeutet jetzt, dass ich erwarten würde, dass die relevanten Dokumente auch mehr oder weniger zufällig in dieser Postliste stehen. Also die eine hohe Termhäufigkeit haben, da steht mal hier eins, das Dokument 4, dann kommt mal hier wieder eins, Dokument 19 hat eine ganz okay, Dokument 41, 77 vielleicht. Also sie sind nicht irgendwie alle sortiert an dem Anfang der Postingliste gerutscht. Man könnte überlegen, ob man es nicht umsortieren will und sagt, ganz vorne sollen
die besten Dokumente stehen. Also beispielsweise die, die den höchsten PageRank haben. Da habe ich so als Idee, hoher PageRank bedeutet irgendwie wichtige Webseite. Das heißt, man könnte die umsortieren, die Postlisten, und dann würde man gegebenenfalls auch einfach die IDs wieder wechseln und sagen, ja, ID 1 ist das Dokument mit dem höchsten PageRank. Dann habe ich alle Postlisten relativ zueinander wieder gleich sortiert. Also ganz vorne stehen die mit dem höchsten PageRank, hinten die mit dem niedrigsten PageRank, und danach sortiere ich um. Das heißt, ich muss aber einmal die Dokument-IDs neu verteilen. Ja, okay, bin ich vielleicht bereit, weil ich gewinne ja was dafür. Ich kann in gewisser Weise eher abbrechen mit meinem Durchgehen durch so eine Postliste, wenn ich weiß, ich will sowieso für diese Anfrage nur Dokumente anzeigen, die mindestens einen PageRank von X haben. Dann gehe ich so durch die Postliste durch und stelle fest, ah, jetzt wird der PageRank kleiner als X, hier kann ich abbrechen, hier muss ich den Rest der Postliste gar nicht mehr weiterlesen, weil ich wahrscheinlich irgendwie abschätzen konnte, für diese Anfrage will ich nur Dokumente mit einem sehr, sehr hohen PageRank haben oder so. Oder man könnte schließlich auch mindestens noch überlegen, ob man die Postlisten nicht einfach nach Termgewicht sortiert, also die Einträge mit dem höchsten Termgewicht ganz nach vorne. Jetzt habe ich spätestens das Problem, dass die Postlisten dann aber alle relativ anders sortiert sind. Also wenn ich beispielsweise diese Postliste für TI, zumindest den Ausschnitt, den ich hier sehe, nach Termgewicht sortiere, würde Dokument 4 ganz vorne hinrutschen. Dann kommt, müssen wir mal gucken, also 9 ist hier die Häufigkeit. Dann kommt Dokument 77 und 41, die sind jeweils 8. Und dann kommt Dokument 19 und so weiter und so fort. In der zweiten Liste wäre es aber so, dass Dokument 8 am wichtigsten ist. Dann kommt Dokument 41, dann Dokument 51 und 60 und dann die anderen. So, die sind also relativ zueinander anders sortiert. Dann kann ich auch wieder eher abbrechen und kann sagen, ja gut, ich habe so eine Art Zwischenscore für meine Anfrage und ich weiß, um in die Top 10 zum Beispiel zu kommen, muss ich mindestens ein akkumuliertes Termgewicht von 12 haben oder so. Dann weiß ich, mit dem, was danach kommt, kriege ich das nicht mehr hin ab einer gewissen Stelle. Dann kann ich also eher aufhören. Aber wenn ich also die Listen alle relativ zueinander anders sortiert habe, brauche ich eigentlich die Skip-Pointer nicht mehr. Wird dann später klarer, wenn wir uns die Skip-Pointer angucken. Die Skip-Pointer helfen mir eigentlich nur was, wenn also die Postlisten alle in der gleichen Reihenfolge relativ zueinander sortiert sind. Gut, was kann mir jetzt Kompression noch erreichen? Im Prinzip, wenn ich einen Index so hier abspeichere, also sowas wie Einträge für Dokument-IDs und Häufigkeiten und dann so ein paar Skip-Pointer vielleicht noch, vielleicht sogar sowas wie an welchen Positionen kommt sowas vor, wird schnell klar, der Dokumentindex ist, also der Index für eine Dokumentkollektion ist ungefähr genauso groß wie die Dokumentkollektion selbst. Also spätestens, wenn man über Postings nachdenkt, Positionen nachdenkt in Postings, wird klar, für jede Position muss ich einen Eintrag in so ein Posting machen. Das ist im Prinzip dann so viele Einträge insgesamt, wie auch die Kollektion lang war. Das heißt, so größenordnungsmäßig ist ein Index immer ungefähr so groß wie die Kollektion selbst. Man hat also durch den Index erstmal gar keine Größe gewonnen. Aber es ist ja auch eine verlustfreie Abspeicherung der Kollektion. Das heißt, aus einem Index mit Positionen kann ich die Kollektion wieder direkt herstellen. Und damit ist klar, dass also ein Index ja nicht viel kleiner sein kann als die Kollektion selbst. Also größenordnungsmäßig ungefähr so groß wie die Kollektion selbst. Und wir hatten schon drüber gesprochen, was passiert, wenn ich also nicht nur Unigramm-Term mäßig das Vokabular aufbaue, sondern beispielsweise auch Bi- und Trigramme, dann habe ich halt jeweils nochmal so viel dazu. Man kann aber natürlich so eine Postliste selbst relativ effektiv komprimieren mit entsprechenden Techniken, die wir uns wahrscheinlich am Ende dieses Abschnitts hier dann nochmal ganz kurz angucken, indem man beispielsweise, Spoiler-Alarm, sowas macht wie: Ich merke mir nicht die einzelnen Dokument-IDs, sondern ich merke mir die Abstände zwischen zwei Postings. Und die erste Dokument-ID merke ich mir, aber danach weiß ich, okay, das erste war eine 2, dann habe ich Abstand 2, dann Abstand 4, Abstand 8, Abstand 1 und so weiter. Und was man beobachtet, ist, die Zahlen sind kleiner und kleinere Zahlen sind dann häufiger und kleinere Zahlen kann ich meistens kürzer kodieren als größere Zahlen. Insofern macht sowas dann tatsächlich Sinn, aber da kommen wir dann später nochmal dazu. Hier also erstmal nur so die Bemerkung. Die Kompression wird dazu führen, dass ich so einen Index nochmal ein bisschen kleiner mache, aber größenordnungsmäßig eben immer ungefähr so groß wie die eigentliche Kollektion. Auch wenn ich da jetzt nochmal die Hälfte durch Komprimierung spare oder 80%, größenordnungsmäßig ist es ja immer noch Größe der Kollektion. Da kommt man nicht draus raus.
Ein paar Bemerkungen vielleicht noch. Eigentlich haben Sie ja vielleicht festgestellt, ist dieser Name invertierter Index irgendwie komisch. Eigentlich ist es ja ein Index, was wir hier aufgebaut haben. Es hat sich irgendwie so eingebürgert, da invertierter Index zuzusagen, weil man eigentlich meint, es ist ja ein invertiertes File. Also aus der Beziehung in einem Dokument stehen Terme, wird die Beziehung zu einem Term, weiß ich, in welchen Dokumenten er vorkommt. Das heißt, ich drehe sozusagen diese Beziehung um und deswegen sagt man eigentlich inverted File. Und aus diesem Begriff des Inverted Files hat sich dann irgendwie dieser Begriff Inverted Index herauskristallisiert, obwohl der eigentlich nicht formal korrekt ist. Formal ist es einfach erstmal nur ein Index. Aber im Bereich des Information Retrieval hat sich so eingebürgert, von einem invertierten Index zu sprechen. Man meint das invertierte File und hat da so ein bisschen Mischmasch betrieben. Bei manchen Retrieval-Modellen ist es so, dass die gar keine Nullgewichte haben für Dokumente, wenn Terme beispielsweise nicht vorkommen, aber irgendwie so ein Standard Nicht-Nullgewicht. Und dann würde man natürlich jetzt in so einen Index nicht diese Nicht-Null-Werte alle eintragen, sondern einfach sagen, okay, wenn der Eintrag nicht da ist, dann nehme ich das Standardgewicht. Das muss nicht Null sein, kann irgendwas ganz Kleines beispielsweise nicht Nulliges sein, also von Null verschiedener Wert. Und den speichere ich trotzdem nicht mit ab, um Platz zu sparen. Also diese Konstante, die speichere ich mir irgendwo anders ab. Kleine Zusatz. Datenstruktur, in der nur ein Wert steht und sobald ich irgendwas nicht im Index finde, nehme ich diesen Wert. Das ist bei manchen Retrieval-Modellen dann tatsächlich der Weg, um wieder zu so einer dünn besetzten Matrix zu kommen. Außerdem natürlich die Beobachtung, dass es so einen gewissen Trade-off geben wird zwischen dem, was ich in so ein Posting speichere und der Zeit, die ich auch brauche, um ein so ein Posting auszuwerten. Also wenn ich beispielsweise nur Term Frequency drinstehen habe, wird das natürlich schneller gehen, das auszulesen, als jetzt noch die 382 Stellen, an denen tatsächlich Antonius in Antonius und Kleopatra vorkommen. Also wenn ich einfach nur 382 mir merke, muss ich halt nicht noch 382 Positionen speichern. Je weniger ich in so ein Posting packe, desto schneller bin ich pro Posting. Je mehr ich in so ein Posting packe, desto flexibler kann ich Anfragen in Empfang nehmen. Also beispielsweise auch sowas wie, kommt denn Antonius nahe zu einem Vorkommen von Kleopatra in dem Dokument vor? Das geht nur, wenn ich die Position mit abspeichere in einer gewissen Form. Und damit habe ich dann aber pro Posting wieder mehr Informationen und bin ein bisschen langsamer. Skip-Pointer, wie ich schon gesagt, müssen nicht nur auf den nächsten zeigen, sondern können auch beispielsweise auf den übernächsten Skip-Pointer noch mitzeigen, um noch ein bisschen schneller durchskippen zu können. Und wie das genau geht, schauen wir uns dann später an. Und abhängig von dem konkreten Suchszenario kann es auch manchmal so sein, dass ich mir vielleicht für meine Kollektion nicht nur einen Index aufbaue, sondern zwei. Und sage, okay, in dem einen, da kann ich irgendwie ein paar Dinge schnell machen. Also der eine, der ist vielleicht der Index, da habe ich nur Term Frequency drin. Mit dem kann ich dann aber keine Anfragen beantworten, bei denen die Nähe von Termen zueinander wichtig ist. Aber wenn ich Anfragen bekomme, wo das nicht wichtig ist, dann kann ich halt den Index nehmen, wo ich die Postings schneller lese. Und den zweiten Index brauche ich dann natürlich den Platz dafür. Da speichere ich mir auch die Position mit ab und den benutze ich dann aber nur für Fragen, Anfragen, wo das vielleicht wichtig ist. Das kommt dann eben immer so ein bisschen drauf an, wie viel Platz ich bereit bin, zusätzlich aufzuwenden und wo ich sehe, das könnte mir was bringen oder bringt mir nichts. Gut, so viel erstmal allgemein zum Index. Also wir wissen jetzt ungefähr, wie er aussieht und was die Begrifflichkeiten sind. Also in dem Index habe ich Postlisten und die Postlisten bestehen aus Postings. Und je nachdem, was da an Informationen drin ist, kann ich eben mit dem Index bestimmte Anfragen beantworten oder eben auch nicht. Und beispielsweise mit einem Index, in dem nur die boolschen Informationen drinstehen, also nur die Dokument-IDs, in denen Terme vorkommen, damit werde ich schlecht zwischen verschiedenen Reihenfolgen der Dokumente unterscheiden können, weil ich damit ja einfach nur weiß, angenommen, ich habe eine Einwortanfrage, ja, in den Dokumenten kommt dieser Term vor, aber eben beispielsweise nicht, dass Cäsar in Hamlet gar nicht so oft vorkommt wie in dem Stück Julius Cäsar selbst, was dann wahrscheinlich viel wichtiger wäre für diese Cäsar-Anfrage. Gut, aber zur eigentlichen Verarbeitung von Anfragen kommen wir dann im nächsten und übernächsten Screencast. Danke erstmal.